Hallo, hier ist meine Juli-Meldung aus dem Parlament in Straßburg. Wir beenden gerade die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und es war eine aufregende Woche. Thema der Woche war das Thema der letzten Woche, Migration, beziehungsweise wie immer mehr europäische Regierungen, immer mehr europäische Länder sich darauf einigen, dass es vor allem darum ginge, die Schotten dicht zu machen. Man kann sagen, am letzten Gipfel hat der Europäische Rat zum ersten Mal so etwas wie eine gemeinsame Position zustande gekriegt. Aber das ging um den Preis von Positionsbestimmungen im Einzelnen, die man von grüner Perspektive aus überhaupt nicht akzeptieren kann. Und es wird schwer, das glaube ich, kann man gar nicht anders sagen, die Balance von Ordnung und Humanität, für die wir eintreten, tatsächlich zu halten. Im Moment kippt das vollständig zulasten der Humanität. Man kann sagen, Europa ist quasi auch auf der Flucht vor seiner humanitären Verantwortung. Diese Woche ist es besonders schwer, einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu finden. Merkel hat verloren. Seehofer hat auch verloren. Juncker hat verloren, weil er es nicht für nötig gehalten hat, zu kommen und Morawiecki eine Diskussion zu liefern. Macron hat verloren, weil er mit seiner Agenda gar nicht durchkommt. Also es ist viel Porzellan zerschlagen worden, sind viele Hoffnungen nicht aufgegangen. Wenn ich trotzdem jemanden nominieren soll, dann würde ich sagen, vielleicht sollten wir zur Gewinnerin der Woche die Präsidentin des polnischen obersten Gerichtes machen, Frau Gersdorf, die einen von der Verfassung garantierten Auftrag hat, noch bis 2020 dieses Amt auszuüben, und der die polnische Regierung mitgeteilt hat, sie müsse jetzt zu Hause bleiben, sie wäre jetzt nicht mehr im Amt, und die dann am Montag früh einfach fröhlich entschlossen ins Büro gelaufen ist und gesagt hat, ich mache meine Arbeit. Hat viel Beifall gekriegt im Europäischen Parlament, völlig zu Recht. Verlierer der Woche war der polnische Premierminister Morawiecki. Er kam, um mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments über die Zukunft Europas zu reden, vorzutragen und zu debattieren. Immerhin, ich finde es schon eine Errungenschaft, dass jetzt nach und nach die verschiedenen Regierungs- und Staatschefs tatsächlich im Europäischen Parlament mit uns diskutieren. Aber Morawiecki schaffte es, in seinem Eingangsvortrag nicht ein einziges Mal das Prinzip auch nur zu erwähnen, um das es gerade zwischen Europa und seiner Regierung die größten Spannungen gibt, nämlich das Thema der Herrschaft des Rechts, des Rechtsstaates. Natürlich haben die Abgeordneten das nicht durchgehen lassen. Er musste sich dann auf eine Diskussion, in der Diskussion auch tatsächlich darauf einlassen. Und dabei zeigte es sich, dass er nicht willens ist, da wesentliche Änderungen auch nur in Aussicht zu stellen. Diejenigen, die sagen, Morawiecki ist ein Moderator, der gerne mehr auf die europäischen Institutionen zukommen möchte, und der es tut, wenn wir ihm Brücken bauen, die müssen von diesem Auftritt besonders enttäuscht sein. Morawiecki hat sich als geschliffener Ideologe, aber immerhin Ideologe erwiesen, meines Erachtens. Er hat zum Beispiel provoziert, indem er den rechtsradikalen Populismus mit einer demokratischen Aufklärung gleichgesetzt hat. Das ist nicht die Sprache europäischer Versöhnung. Deswegen sage ich, der hat eine Chance verpasst, Verlierer der Woche. Den Aufreger der Woche gab es auch, und zwar hatte der mit dem Streik der Übersetzerinnen und Übersetzer zu tun. Streik kann man eigentlich gar nicht richtig sagen. Die wollen zwar streiken, aber sind zwangsverpflichtet worden, zu übersetzen. Es geht nicht vor allem um Bezahlung, es geht um Arbeitsbedingungen. Und da stellt sich die Parlamentsverwaltung ziemlich bockelhart auf. Und einige Abgeordnete haben dann irgendwann
vor Beginn einer Plenarsitzung dafür gesorgt, dass das Mikrofonsystem, die Lautsprecheranlage nicht funktioniert, sodass die Sitzung eine halbe Stunde verschoben werden muss. Es gab Riesenaufregung. Sie haben gesagt, wir wollten es machen, um auf die Berechtigung der Forderungen der Übersetzerinnen und Übersetzer hinzuweisen. Ob Sie denen damit einen Gefallen getan haben, ist vielleicht eine andere Frage. Aber jedenfalls wäre es wirklich zu wünschen, dass dieses Skandalon, das die Verwaltung mit diesem Teil der Beschäftigten gar nicht wirklich redet, überwunden wird. Wir hatten die auch eingeladen in die Fraktionssitzung, um uns zu informieren über ihre Anliegen. Und ich finde, viele dieser Anliegen sind außerordentlich berechtigt. Mein grüner Erfolg der Woche war die Präsentation einer Studie, die ich vor einiger Zeit in Auftrag gegeben habe, zur Beteiligung der nationalen Parlamente der 28 verschiedenen europäischen Mitgliedsländer an der Gestaltung der Europapolitik. Das haben wir in Berlin sehr spannend diskutiert. Das haben die zwei Autorinnen, Professorinnen der politischen Wissenschaft, prima aufgearbeitet und man konnte da vergleichen, wie einzelne Parlamente durchaus mit Wirkung sich selbstständig in die Europadiskussion einmischen, andere nicht so sehr. Und wir haben vor, das möglichst weit zu verbreiten, damit die Parlamente auch voneinander lernen können. Ich glaube, gerade in dem Europa von heute, in dem so viel Intergouvernementalismus vorherrscht, brauchen wir sowas wie eine Phalanx der Parlamente und dazu trägt diese Studie bei. Meine Arbeit diese Woche hatte sehr viel mit osteuropäischen Themen zu tun. Zum Beispiel hatte ich mehrere wichtige Gespräche zum Thema Nord Stream 2. Es ist nach wie vor möglich, das Projekt aufzuhalten. Unnötig ist es sowieso, unter ökologischen Gesichtspunkten verheerend, was die Gefahr einer gesteigerten Abhängigkeit von Russland betrifft, verheerend, was die Gefahr der Spaltung der EU betrifft, verheerend. Ich glaube, wir sollten da weiter am Ball bleiben. Aber es gab auch andere polnische Themen. Und es gab ein sehr interessantes Gespräch mit dem mazedonischen Außenminister, neuerdings muss man ja sagen, dem nordmazedonischen Außenminister. Und das war toll zu sehen, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welcher Risikobereitschaft die mazedonische Regierung im Moment dabei ist, alte Mythen zu schlachten. Der Außenminister hat gesagt, der Schlüssel für unseren Weg nach Europa wurde lange Zeit im falschen Jahrhundert gesucht, im Jahrhundert Alexanders des Großen, aber der Schlüssel ist nur im 21. Jahrhundert zu finden und deswegen haben wir die Mythen geschlachtet und versuchen jetzt real ein Auskommen zu finden, so schwierig es ist mit den Nachbarn, auch wenn wir Zugeständnisse machen müssen. Ich glaube, das kann eine ganz wichtige, positive Entwicklung auf dem Balkan werden. Das hat mich sehr gefreut.